Sehr geehrter Präsident, werte Abgeordnete, die Vorredner haben es alle gesagt, wie wichtig Wildbienen oder die Bienen insgesamt für unsere Natur sind. Darin sind wir uns schon mal einig. Und beim ersten Blick auf den Antrag dachte ich, oh, die Grünen besinnen sich auf ihre Wurzeln und revidieren ihre umweltschädliche und naturzerstörende Politik, die sie mittlerweile betreiben. Der Titel Wildbienen wirksam schützen, Tracht und Lebensräume schaffen und erhalten sowie den Einsatz Bienen gefährlicher Mittel reduzieren. Dieser Titel klingt super, denn die Bienen sind wichtig. Stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Da ist was dran. Soweit sind wir uns ja auch einig. Aber gut ist in dem Antrag eben nur die Überschrift. Beim Lesen merkt man dann schnell, er ist unsinnig, er ist überflüssig und er ist verlogen. Weil er vortäuscht, etwas für den Erhalt der Wildbienen zu tun. Die Umsetzung Ihres Antrages würde einen immensen Personalaufwand bedeuten und sehr viel Geld kosten. Und außerdem scheint Ihnen das Projekt Syngenta Bienenweide vom November 2013 unbekannt zu sein. Das ist ein Gesamtbericht zu wissenschaftlichen Begleituntersuchungen mit dem Titel Blühflächen in der Agrarlandschaft, Untersuchungen zu Blühmischungen, Honigbienen, Wildbienen und zur praktischen Umsetzung. Dort steht wissenschaftlich untersucht auf 192 Seiten. Viel von dem, was Sie heute extra für Sachsen nochmals neu erheben wollen. Ihr Antrag ist also unnütz. Oder anders gesagt, es ist eben ein klassischer Antrag der Grünen. Und ja, er ist auch verlogen. Sie wollen hier die Probleme lösen, die Sie mit Ihrer Unterstützung zur Energiewende selbst mit herbeigeführt haben. Eine Energiewende, die unser Klima weder in Sachsen noch schon gar nicht in der Welt verändert, aber den exzessiven Anbau von Monokulturen hervorgerufen hat. Was ist denn ein wesentlicher Grund für die so verhängnisvolle Blütenarmut unserer Agrarlandschaft? Ich sage es Ihnen, Monokulturen lassen die Wildbienen aussterben. Diese ausgeräumte Agrarlandschaft haben wir zum Großteil Ihnen, den Grünen, zu verdanken, auch wenn es jetzt CDU im Koalitionszwang mit der SPD umsetzt. Und was sind die Folgen aus dieser Politik? Erstens, landwirtschaftliche Fläche wird aus der Nahrungsmittelproduktion genommen. Zweitens, auf den übrigen Flächen muss mehr Ausgleich durch Intensivierung erfolgen. Drittens, der daraus steigende Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und viertens, eine deutliche Einengung der Fruchtfolgen. Das hat erheblichen Anteil am Rückgang und am Aussterben der Wildbienen. Sie bejubeln das alles und treiben damit die Ausrottung der Wildbienen durch diese Energiepolitik weiter voran. Und jetzt wollen Sie mit diesem Antrag die sächsischen Wildbienen retten. Ich glaube es nicht. Genau das ist verlogen an dem Antrag. Diesen Schaufensterantrag hätten Sie sich wirklich ersparen können. Er ist nutzlos und deshalb werden wir ihn als AfD ablehnen. Das war Herr Kollege Wild, der schloss die Rederunde für die AfD, wird jetzt eine neue Rederunde eröffnet. Das kann ich jetzt nicht erkennen, die einbringende Fraktion hat noch drei Minuten, gut, aber trotzdem nicht. Damit wäre jetzt die Staatsregierung am Zug. Wir haben noch eine zweite Runde. Doch. Ich sehe gerade, ich hätte fragen sollen, gibt es unter den Fraktionen eine, die eine zweite Runde eröffnen will? CDU nicht, die hätte jede Menge Redezeit, will nicht. Also bleibt dann noch Kollege Wild. Sie haben noch 5 Minuten, genau. Genau, die anderen haben noch mehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werter Abgeordnete, da keiner mehr reden will, mache ich halt einfach noch weiter. Ich hatte ja gehofft, dass irgendwie eine Antwort drauf kommt auf den wirklichen Grund des Aussterbens der Wildbienen.
Denn es ist doch nicht nur der Anbau von Monokulturen, die Sie für Biogasanlagen brauchen. Nee, es kommt noch viel besser. Nein, es ist auch der massive Ausbau von Windkraftanlagen, der mit seinen Schlagschatten und Infraschall nicht nur Wildbienen, sondern alle Lebewesen schädigt. Und ja, auf die Pipeleien habe ich gewartet. Die habe ich erwartet. Ich lebe auf dem Land und war auch oft selbst schon dort. Deshalb sage ich Ihnen was. Und nein, ist ja leider keine Zwischenfrage. Es wird sich sicher gleich erledigt haben. Deshalb sage ich Ihnen was. Weisen Sie mir auch nur ein einziges Wildbienenvolk in unmittelbarer Nähe einer aktiven Windkraftanlage nach. Und ich werde mich öffentlich revidieren. Denn ich bin mir sicher, das schaffen Sie nicht. Ich war dort, wo früher Wildbienen gab, wo jetzt Windkraftanlagen stehen und es gibt keine mehr. Das schaffen Sie nicht. Dort, wo ein Windrad steht, lebt kein Bienenvolk mehr. Um die Wildbienen zu retten, braucht es nicht diesen Antrag. Um die Wildbienen zu retten, braucht es eine andere Politik, eine Politik ohne Windräder und ohne den Anbau von Monokulturen. Herzlichen Dank. Ja.